Mobbing. Aber meine Jungs Aufzug. Und ich denke, die Pussy-Sister werden jetzt mal zeigen, was Action heißt. Und ich hoffe, dass die anderen Jungs da auch noch ein bisschen was machen, oder? Ich höre nichts mehr, aber ist gut. Wie geht's dir, dass dein Leben jetzt bald vorbei ist, ja? Meinst du, bei meinem einer jetzt hier im Block? Beide! Ja, am Anfang war es mir zu klischee-mäßig, weil ich weiß, irgendwie, das kann ich irgendwie mit jedem meiner Freunde auch machen und das ist irgendwie so üblich. Und jetzt wird es was ausgefallen, jetzt wird es richtig spaßig. Hallo Leute, könnt ihr mal ein bisschen warten, mir mal ein bisschen behilflich sein? Das ist ja ohne. Warum hast du so eine Jacke? Oh, aber langsam. Ja. Langsam. Arm durch, komm. Zu Christus. Oh, ist nass wie die Sau. Ich trage einen ganz neuen Anzug, weil ich es besser fand, weil ich gesehen habe, einige hatten schon Löcher an den Hosen. Da dachte ich, oh Gott, was da passiert. Sicher ist sicher. Also ich bin echt gespannt. Also Quatsch mit. Auf geht's. Es kann sein, dass ich hier wieder zurückgehe. Gell? Nee. Klausi! Wie kann ich machen? Gar kann ich machen hier. 2, 3. Oh Leute, das ist tief. Also Männer, da ich der Junggeselle bin, der bald heiratet, werde ich jetzt euch einen Gefallen tun. Ich werde das Ganze mal vorher abchecken. Ja. Und wenn ich sage, es ist safe, dann könnt ihr auch heiraten. Okay. Dann dürft ihr auch heiraten. War das eine klare Ansage? Okay. Autsch! Ich fühle mich jetzt super, weil ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Blobbing. Hab mich den ganzen Tag drauf gefreut, was meine Jungs organisiert haben. Jetzt geht's los. Was ist jetzt los? Du denkst, kommt nichts, auf einmal wird runtergezählt, auf einmal merkst du, wirst dich voll hochkatapultieren, aber brutalste Weise. Also Angst habe ich nicht. Ich gebe mir Mühe. Los, eins, zwei, drei. Ich hab Angst. Guck so runter. 1, 2, 3. War spannend, aber in dem Moment, wo es hochging, dachte ich auch nicht, es ist so hoch. Ja, es war schon sehr, sehr übel. Komplett kaputt. Meine Haare sind kaputt jetzt. Wann gehen wir mal ins Hotel? Geil. Ich würde es jederzeit wieder machen. Jetzt hat mich der Gruppenzwang gebracht. Normalerweise wäre ich zurückgegangen, aber ich möchte eine Steigerung noch. Aber das ist der Knaller. Ja, das Wasser hat mir jetzt den Rest gegeben. Meine Krankheit, die ich vorher schon hatte, ist jetzt extrem ausgebrochen. Fieber, Halsschmerzen, alles, komplett Augentränen. Und für mich ist jetzt hier Schluss.
Was haltst du von dem Teil da? Machst du es mit, jetzt nachdem du so geil geploppt bist? Sieht ganz schön gefährlich aus, gell? Boah, Leute, ey. Hä? Ey, das ist doch kein, ey, Leute, das ist doch kein Junggesellenabschied. Ja, was? Gefährliches Freestyle-Sportarten. Verletzungen sind dabei möglich. Chris! Guck mal hier, schau mal. Lies mal, auf Deutsch extra. Verletzungen sind dabei möglich. Ist es wirklich dein Wunsch gewesen, so ein Junggesellenabschied? Ja! Action! Also, bekloppt kann man doch gar nicht. Action! Oh mein Gott, oh mein Gott, mein Free, Gott. Hey. Freestyle! Ich bin Schlagersänger. Auf geht's, auf geht's. Wie bist du? Weißt du, was du da eigentlich unterschreibst? Never come back, Airlines. Ja, ohne die Szene. Komm, lass es uns rocken, Klaus. Attacke! Nee, Vollgas, Herz, komm! Das geht, komm, Vollgas! Weißt du, das sehen die gar nicht dann, wie steil es ist hier. Ja, das ist kein Mensch. Ich denke, wir sind Menschen. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass der Klaus das Handtuch wirft. Ich mach's, weil es ist mein Junggesellenabschied. Ich muss machen, was meine Jungs sagen. Und ich muss auch sagen, ich hab Bock da drauf. Steil das ist, guck mal da runter, das ist ja heavy, das ist ja hardcore. Also das, aber jetzt kann ich mir ja nicht die Blöße geben, oder? Ist eigentlich nicht gut. Wenn der Chris das vorgemacht hat. Meine Krankheit, die ich vorher schon hatte, ist leider doller geworden. Was hast du, Erkältung oder was? Alles mögliche, Fieber. Ich fühle mich ganz schrecklich. Ja. Oh Mann, scheiße, tut mir leid. Ich hoffe, meine Jungs haben dich nicht so arg strapaziert. Ach, gar nicht, die waren total cool drauf. Ich hoffe, die waren nett, alles gut. Du jetzt auch, tut mir leid, weil wir wollen nachher noch richtig Party machen. Weiß ich, aber ich bringe euch da nichts und das macht doch dann keinen Total Sinn. Totaler Wind, ne? Total. Hatte ich unser Junggesellenabschied zur K.O. gemacht. Mensch, ey. Super, danke für alles. Eine gute Besserung. Danke. Gute Heimfahrt. Danke. Und denke mal an die Pussy Sister, ne? Mach ich. Wir Ciao. Feiern. Ciao. Come back tomorrow. Ja, am liebsten gehe ich jetzt schnell in mein Bett und ruhe mich aus, trinke noch mehr Tee und dann denke ich, zu meinem Abend wird es dann wieder richtig schön werden. Ja, okay, so viel Action, es war viel Action, aber ich sage mal, wenn man krank ist, dann sollte man doch lieber gehen, weil ich würde, wenn ich krank wäre, würde ich auch sagen, ich mache sowas nicht, weil es ist nicht gerade Pipifax, sondern es ist hart und ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft, muss ich echt sagen. Oh, ich glaube, mir tut alles weh. Ja. Aber geil, 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 geil. Ich weiß es echt noch nicht. Das ist so eine Sekundenentscheidung. 50-50, okay?
Leute. Einen geilen Rückwärtssalto du hast hingelegt. So richtig, so schön langsam. Geil. Aber ich muss sagen, ich habe ihn nicht wetten lassen. Ich habe echt Muffe gehabt und richtig Schisse. Aber durch eure Anfeuerung, das hast pusht immer. Ja, ja, ich habe euch angehört, gehört da oben. Sag ich, ich muss da, ich kann das ja nicht. Ey, war auf jeden Fall geil. Die anderen Pussys, gell, haben sich gleich abgesetzt, weil sie gefroren haben ein bisschen. Und wir ziehen uns jetzt auch auf, oder? Das heißt, der Junggesellenabschied ist vorbei schon. Nee. Nachher geht's in die nächste Runde. Meine Haare sind jetzt völlig am Arsch. Das heißt, wir müssen jetzt bald ins Hotel gehen, dass ich mich richten kann, weil so kann ich ja nicht auf die Junggesellenparty gehen. Deswegen, habt ihr keinen Spiegel hier? Kein Spiegel hier? Denn ich liebe